wie man mit einem Hund optimal reist, ist es für einen Anfänger oder auch für einen erfahrenen Reisenden wichtig, dass man mal ohne Zeitdruck reist, wenn man ein Heimtier mit hat. Der Hund orientiert sich dann immer an die Personen und wenn die hektisch sind, dann überträgt sie das negativ. Die Stimmung ist einmal die Grundvoraussetzung, dass die positiv ist. Fünftes, Magdalena, du brauchst gar nichts tun, ich renn schon die Kamera. Und da schaust, dass wir einfach drauf sind, ja? Dass das Auto drauf ist und wir. So fünf. Jetzt einmal? Genau. Und dass ich und genau. Passt. Reservezeit einplanen. Ich kann immer schneller ankommen oder länger eine Pause einmal machen, aber ja, kein Stress. Die Rücksicht und Achtsamkeit auf den Vierbeiner, auf den Hund, das ist die Nummer eins bei der Reise. Also ganz wichtig ist mal gute Decken, ein Regenschirm, falls regnet. Ja, dann mal das. Ich muss schreien, die Leute so, weil wir einen Hund kaufen. Da ist schon so ein Plastikeinlag hin. Ein Gummi. Kann ich machen. Eine Decke. Ein ganz weiches. Ein ganz weiches Bett. Und ein Bett drüber. Eine Wasserschüssel und ein Wasser. Und dann mal nicht. Hundebürsten, ein Spilli, ein Beißkorb, in Österreich ist Beißkorbpflicht, eine Reserveleine, falls die andere abreißt. Die rote. So, die rote brauchen wir zum Anhänger, da gehen wir mal mit einer. Eine Schleppleine ist das. Von den stabilsten ist eine Box. So wie wir es jetzt am Video sehen. Genau, wie wir es am Video sehen. Aber es gibt da Möglichkeit, ein Netz, was Sie vielleicht in dieses Auto nicht so gut einbauen, ließe. Man kann auch mit Sicherheitsgurt reisen und den Hund am Rücksitz holen. Was ist da wichtig? Da ist wichtig, dass man ganz ein gutes Brustgeschirr hat, auch angepasst. Dann vielleicht eine Zwischenraumdecke, die man an die Kopfstützen befestigt. Dann hat man auch einen Schutz vor dem Haar und Staub und Mist im Auto, am Autositz. Dann manche geben einen Hund in den Fußraum vom Auto. Da ist aber besonders zum Aufpassen, ob da Düsen sind oder Klimaanlage, damit der Hund nicht im Zug sitzt. Und da von der kalten Luft erkrankt. Vor allem, was da am Anfang vielleicht noch ein bisschen wie ein kleiner Windzug ist, ist dann auf der Dauer mit der Fahrt. Ganz schlecht, ganz schlecht. Und dann gibt es eine Blasenentzündung und so irgendwas. Und gerade der Junge, aber auch der alte Hund, jeder ist empfindlich. Ja. Du auch. Ja. Grüß Gott. Bei der Auslandsreise. Was sind da die wichtigen Punkte, die du deinem Reiseneuling mit dem Hund empfehlen tust? Bei der Auslandsreise muss einmal der Hund einen EU-Impfpass haben, er muss einen Chip haben, das wird in alle Länder gefordert. Sind es Auslandsreisen, die in bestimmte Länder wie England gehen, muss man ein Dreivierteljahr vorher schon beginnen mit der Planung, mit der Untersuchung. Man kann zum Tierarzt gehen, man kann sich bei der Botschaft informieren, man findet da im Internet die Reisebestimmungen oder Einreisebestimmungen. Dann muss man die notwendigen Impfungen machen lassen und in manchen Ländern ist Leinenpflicht oder Beißkörbpflicht. Mhm. Nur wenn Dickgegebenheiten weiß, damit man nicht ins Fettnäpfchen steigt. Seid ihr auch Zumacher? Und ich mag Zummer nehmen. Oma, ich mag Zummer. Das ist ein Hundewasser. Ja. Ich mag es machen. Du machst es.
Dann gibt es auch noch dazu, wenn ich einen Hund auf der Reise mit habe, muss ich ihm genügend Auslauf und Bewegung geben. Ich brauche auch wieder genauso die Pausen, dann die gute Versorgung, das Futter, alles mit ist Wasser, dann vielleicht Insekten oder Zecken, Vorbeugung braucht man. Es gibt Gebiete, wo da ist auch der Hund gefährdet, dass er Erkrankungen kriegt oder dass er irgendwas einschleppt oder mitnimmt. In manchen Ländern gibt es auch Hunde, die nicht geimpft sind und relativ viel, dass zu keine Kontakte zu fremden Hunden kommt. Das andere ist die Entfernung, wenn das Land nur mit dem Flugzeug zu erreichen ist, dann bedarf es auch längeren Planung. Ja. Und unbedingt auch muss man abwägen, ob das einen Sinn hat, den Hund für kurz mitzunehmen, oder wenn ich ein Jahr irgendwo einen Aufenthalt habe, dann ist es wieder eine andere Sache. Ja. Wenn ich jetzt Kulturreisen mache und ich mich da ganz viele Museen oder mit Museen anschauen oder oft ins Theater gehen. Das muss halt einen Hund interessieren. Da darf der Hund nicht mit. Ach so. Und da ist dann schwierig. Da muss ich mir überhaupt überlegen, ob ich da mit dem Hund reise oder ob ich den lieber in einer Tierpension gebe oder zu Bekannte. Stichwort der langhaarige Hund in Afrika. Ja, gibt es auch kühle Regionen. Naja, oder der Nackthund in Alaska. Ja. Also man muss beachten, in welchem Land, in welchem Kontinent dass man reist, wie dort die Verhältnisse sind, zu welcher Jahreszeit man dort ist und ob das auch dann wirklich einen Sinn macht, den Hund dort mitzunehmen. Und dann auch, wenn ich dort bin, habe ich dann wirklich auch die Zeit für den Hund. Also ich glaube, das Wichtigste ist, keinen Zeitstress haben, dann kann man sich auf den Hund einlassen und dann ist für alle ein entspanntes Reisen. So ist es, eine entspannte Reise. Und es sollte für alle dann ein schönes Erlebnis sein, wenn man schon reist.